Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Chronicles of Tzatzura. Wir haben in der letzten Folge hier das Tor zur Weißen Stadt, wie auch immer, ne, Tzatzura gefunden und haben den Schlüssel hier schon reingesteckt, können ihn aber nicht drehen, weil es nur einzelne Teile sind. Jamila hat gesagt, wir sollen uns irgendeinen Mechanismus oder sonst was bauen und das werden wir jetzt mal machen. Katzen. Die Katzen stehen für Bastet, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Wo sie ist, kann ihr Gegenstück Sachmet nicht weit sein. Das Auge gehört einem ägyptischen Gott. Ramon kennt sich damit aus. Die weiße Taube symbolisiert Tzatzura. Sie ist so etwas wie das Tier im Stadtwappen. Könnte Bastet sein, die katzenköpfige Göttin. Aber da wir uns unmittelbar vor Tzatzura befinden, tippe ich eher auf Sachmet, die löwenköpfige. Unüberwindlich. Für uns gibt es nur den einen Weg durch das Tor. Ein alter Karren, absolut nicht mehr fahrtauglich. Nur ein kaputtes Rad ist noch dran, das andere fehlt. Oh. Das Rad ist durchgebrochen, aber der Metallrand scheint noch in Ordnung. Ich nehme ihn mit. Den kann ich jetzt aber nicht wirklich... Was waren da noch? Ein Holm, der als Speiche dient, ist noch brauchbar. Okay. Und lass mich raten, den kann ich als Ring benutzen. Ja, okay. Der Metallring würde die Schlüsselteile im Rahmen halten, aber er ist etwas zu groß. Dann dengeln wir uns den. Passt. Aber zum Drehen sitzt der Ring noch zu locker. Damit ist der Ring stabilisiert. Okay. Jamila hält Ausschau. Ich lenke sie lieber nicht ab. Oh, warte mal, Ramon. Stimmt, vielleicht kann der uns noch was erzählen, wa? Ramon? Ja, Bruder. Jetzt sind wir so kurz vor dem Ziel. Alle Schlüsselteile passen. Aber es passiert einfach nichts. Es gibt eine Fabel über das Tor. Aber ich wüsste nicht, wie sie weiterhelfen könnte. Du meinst, das Tor geht auf, wenn wir ihm eine Geschichte erzählen? Warum nicht? Wir sind immerhin in Tzatzura. Leider noch nicht ganz. Das ist ja das Problem. Was sind das eigentlich für Symbole da drumherum? Vielleicht steht etwas darüber in meinen Notizen. Es sind zumindest keine ägyptischen Schriftzeichen. Du hast gesagt, der Schlüssel muss irgendwie gedreht werden. Ja, auf eine ganz bestimmte Art. Mhm. Aber welche denn? Ich würde die Geschichte über das Tor gerne hören. Einst saß ein kleiner Vogel vor einem weißen Tor, das in einen großen Berg eingelassen war. Er konnte nicht den Berg hinauf, denn er hatte sich einen Flügel gebrochen. Der Vogel jammerte über sein Unglück, als sich eine Katze heranschlich. Da der Vogel noch nie zuvor ein solch graziles Tier gesehen hatte, fragte er sie frei heraus, ob sie ihm helfen könne. Die Katze wunderte sich über den Mut des kleinen Vogels. Sie beschloss, noch ein Weilchen mit dem Verspeisen zu warten und fragte ihn, wobei er Hilfe brauche. Da erzählte der Vogel ihr von seinem Nest über dem Tor und dass er unbedingt zurück zu seinen Eiern müsse. Für die Katze war es ein leichtes, da hochzuklettern, und so bot sie dem Vogel an, ihn im Maul hinaufzutragen. Sie plante,
ihn mitsamt den Eiern zu verspeisen. Doch der Vogel ahnte das nicht. Er setzte sich dankbar in das Maul der Katze und sie sprang von Stein zu Stein hinauf zu seinem Nest. Doch oben angekommen, bekam die Katze einen Schreck, denn da saß ein großer Geier. Die Katze nahm Reißaus und der kleine Vogel sprang aus ihrem Maul. Er wollte zu seinem Nest, um die Eier zu beschützen, doch der Geier kam bedrohlich auf ihn zu. Als der Vogel voller Angst die Augen schloss, öffnete sich das weiße Tor unter ihm und der Berg erzitterte. Der Geier flog davon und der Vogel war wieder ungestört in seinem Heim. Okay. Kannst du mir die Geschichte von dem Vogel noch einmal erzählen? Gerne. Einst sah er die Katze, sie bestellt für die Katze, er setzt doch um die Katze, er wollte, all der Geier flog so in der Art. Bis gleich. Hat er sich das aufgeschrieben? Nee, ne? Wir haben es tatsächlich gefunden, dass es diese Stadt wirklich gibt, hätte ich vor einigen Monaten nicht geglaubt. Selbst in den letzten Tagen hatte ich immer noch Zweifel und jetzt stehen wir hier, am Rand eines Gebirges irgendwo in der Wüste und das Tor der Weißen Stadt steht vor uns. Sind wir selbst hergelaufen, ohne es zu wissen? Oder hat der Sandsturm uns hergebracht? Ein Gutes hatte der Sturm auf jeden Fall, wir konnten den Großinquisitor und seine Soldaten abhängen. Ich habe die Schlüsselteile richtig in das eingesetzt, was wie ein Schlüsselloch aussieht, aber es ist nichts passiert. Ramon meint, ich müsste die Schlüssel noch drehen, aber die Konstruktion ist ganz schön wackelig. So. So, mal gucken, ein Vogel hätten wir. Was ist das hier für ein Symbol? Das kann ich nicht lokalisieren. Da ist auch ein Vogel. Da ist eine Katze. Auf alle Fälle könnten wir damit... Oh Gott. Das kodiert in dem Ding drinne. Ramon? Ja, Bruder? Wie ging nochmal die Geschichte mit dem Vogel? Hier, Feodor. Nimm meine Notiz dazu. Der Vogel sitzt vor dem Tor. Dann wird er von der Katze hinauf zum Nest gebracht, trifft auf den Geier, macht die Augen zu und dann ist alles gut? So in der Art, ja. Danke. Bis gleich. Warte mal, er fest. Bis gleich, Feodor. Er fest zusammen. Warte mal, nochmal. Ramon ist schwach und sollte sich schonen. Ramon ist schwach und sollte sich schonen. Was hat er gesagt? Warte mal. Der Vogel wird zum Nest gebracht. Vogel. Nest, ich schreib mal auf. Und zwar von der Katze. Hat er das so gesagt? Am Nest war der Geier. Und dann hat er die Augen zugemacht und war Tor. Wahrscheinlich kriegen wir den Hinweis, wenn wir es noch machen. Oder war das wieder so ein Minispiel? Nee, ne? Können wir nicht überspringen, ne? Nee. So, ja, was nehmen wir denn jetzt? Vogel. Wir haben ja hier einen kleinen und einen großen Vogel, ne? Ist das hier der Geier? Weil das ist groß. Wir haben hier noch irgendwo einen kleinen. Oder? Nee, so, Vogel.
Sowas sieht denn hier aus wie ein Nest. Oder ist der Vogel gemeint hier? Ah, warte mal. Geräusche. Was ist das? Ich kann das hier... Was ist das? Es klackert genauso wie hier. Es ist das Nest. Und das ist der Vogel. Und das ist das Nest. Ich weiß nicht, ob das... Ich kann nicht sagen, ob das ein Nest ist. Probieren wir mal. Katze wäre dann, ne? Was ich mir aufgeschrieben habe. Okay, dann wäre der dicke Vogel jetzt dran. Und dann das Tor. Jetzt ist es verkehrt, Oma. Klick, klick. Dann hat man die Katze. Und den Geier. Was? Hä? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich wollte von neuem anfangen gerade eben. Zu Hause. Von diesem Augenblick habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Die weiße Stadt. In der Richtung, ja. Genau da müsste es irgendwo sein. Was müsste da sein? Haben Sie das Tor zugemacht? Was suchst du, Ramon? Unser Haus, Feodor. Das Haus, in dem ich geboren wurde. Daran kannst du dich erinnern? Du warst doch gerade mal 5, als du hier weg bist. Aber ich sehe es doch in meinen Träumen. Okay. Er sieht's in den Träumen. Da hinten. Ramon. Oh nein, Ramon. Er ist bewusstlos, aber er atmet noch. Wir brauchen das Heilwasser. Hol es. Ich kümmere mich so lange um ihn. Wo könnte es sein? Ramon wacht nicht mehr auf, aber er atmet noch. Ich muss mich beeilen. Ich muss dieses heilende Wasser finden, von dem er mir erzählt hat. Das ist seine letzte Chance. Gut 100 Schritt vor mir steht der Tempel, in dem sich das heilende Wasser befinden soll, und ich komme nicht hinüber. Ein großer Erdspalt zieht sich durch die Stadt, zu groß, um drüber zu springen. Die Brücke auf der anderen Seite sieht zwar verwittert aus, scheint aber fest verankert zu sein. Ich muss einen anderen Weg auf die Tempelseite finden. Ach, das ist das hier. Wir können auch wieder zum Tor. Wir können zum Fundament. An diesem Seil ließe es sich ganz leicht hochklettern, wenn ich nur heil darunter kommen könnte. Indem du am Seil runterkletterst? Ein riesiger Erdspalt. Schwindelerregend tief und unüberwindbar. Der obere Stein sitzt locker.
Ein Mühlenstein. Wo könnte ich den hinbringen? Ein schönes altes Haus mit Arkaden. Da wollte er ja nicht rein. Keine Ahnung, wer hier früher gelebt hat. Früher war der Garten hier sicher wunderschön. Jetzt ist alles seit langem vertrocknet. Ein Haus mit zwei Eingängen. Warum auch nicht? Da drin kommt mir nichts bekannt vor. Hier stehen Statuen vor dem Haus. Ich habe keine Ahnung, ob das das Haus meiner Mutter ist. Damit kann man auf der Tempelseite die Zugbrücke runterlassen. Okay, das heißt, ich muss rüber. Wer hier wohl gelebt hat? Das Haus ist anders als die anderen. Aber meine Mutter hat hier sicher nicht gewohnt. Ich sehe es mir später genauer an. Sieht aus wie das Fundament einer Kirche. Aber hier, mit Blick auf den Tempel? Merkwürdig. Da haben wir eine Spaten. Ein zerzoyanischer Spaten. Das sieht imposant aus, ja. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich hier genauer umzusehen. Das ist wirklich eine beeindruckende Stadt. Wer hier wohl gelebt hat? Ob sie mutwillig zerstört wurden? Projekt Größenwahn. So richtig weit scheinen die Erbauer damit ja nicht gekommen zu sein. Aber Kirche in Zerzura? Warum ist hier eigentlich ein Kreuz? Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn hier eine andere Religion, Kultur war, wieso ist hier ein Kreuz? Eine Bibel. Abgegriffen und sehr alt. Könnte fast die Erstausgabe sein. Oder ist es der Ursprung der Religion? Hier auf den letzten Seiten hat jemand etwas notiert. Mit aufgeregter Handschrift, aber auf jeden Fall nicht zerzoyanisch. Es war ein Fehler, den Glauben meines Vaters zu verraten. Für einen wohlwollenden Wink der Königin, der sich als schallende Ohrfeige entpuppt. Wie verblendet ich doch all die Jahre war. So tue ich es denn endlich meinen Vorfahren, den Kreuzrittern gleich, und ehre unseren, den einzig wahren Gott. Die Grundsteine sind gelegt. Meine Kirche wird viel größer und eindrucksvoller als der Tempel. Nieder mit Sachmet und ihren Dienern. Es soll eine Kirche werden, die für alle offen ist. Ein Zugang auf jeder Seite. Ganz im Gegensatz zum Tempel, der nur über eine Brücke, die nur selten heruntergelassen wird, betreten werden kann. Die Königin wird schon bald bereuen, mich verstoßen zu haben. Wie konnte sie diese Susanna nur mir vorziehen? Wieso hat sie sie an meiner Stadt in den Kreis der Vertrauten aufgenommen? Weil sie den Flusszugang bewacht? Aber das ist kein Verdienst. Einer ihrer Vorfahren hat sein Haus um den Zugang gebaut. Und nun sitzt sie da und spielt sich als Wächterin auf. Ich sollte ihr zeigen, dass es nichts gibt, worauf man sich verlassen kann. Fürwahr. Ich sollte ihr zeigen, was es heißt, verstoßen zu sein. Das klingt fanatisch. Das klingt fanatisch. Hier stecken mehrere Monate Arbeit drin. Damit lassen sich Steine spalten.
Eine Dattelpalme. Die Blätter sind völlig vertrocknet. Ich nehme eins mit. Der will da bloß eine Palme rauchen hier. Sachmet. Und immer wieder Sachmet. Damit keiner vergisst, wer hier die Herrscherin ist. So, mehr haben wir ja nicht mehr. Nun gut, pass auf. Ich mache an der Stelle mal wieder ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann mit diesen tollen Inventargegenständen beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.